Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, einige sind noch unterwegs und kommen, wie ich sehe, langsam aber sicher wieder nach oben. Sie haben sich ein bisschen generiert von dem sehr intensiven und vielschichtigen Vortrag von Professor Kieser. Ich danke Ihnen auch dafür an dieser Stelle für diesen wirklich sehr interessant zusammengesetzten Vortrag. In dieser Runde, meine Damen und Herren, weichen wir von den generellen Konferenzen zum Thema Völkermord und Armenien doch ein wenig ab. Denn es war eigentlich zumindest, was ich so gesehen habe, nicht üblich oder es ist mir auch vielleicht auch entgangen, dass über die Überlebenden, über das Schicksal derer, die 1915 überlebt haben, gesprochen worden wäre bei einer Tagung. Wir haben das erstmalig bei dieser Tagung geplant und haben auch vier Referenten gefunden, zwei Referentinnen und zwei Referenten, die das nach einem bestimmten Schema dann vortragen werden. Wir haben zunächst einmal natürlich diejenigen, die nach Armenien, also was heute Armenien ist, sich zurückziehen konnten. Wir sind dann ein Stück weit auch zurückgegangen nach oder haben die Spur derer verfolgt, die nach Syrien, Libanon geflohen sind, beziehungsweise dort eine Bleibe gefunden haben. Wir haben natürlich auch die verfolgt, die in der Türkei geblieben sind. Und wir haben last not least auch die aufgegriffen, die weiter westlich gegangen sind und dabei den Schwerpunkt auf Frankreich und die Vereinigten Staaten von Amerika gelegt, weil das die beiden Länder waren, die hauptsächlich armenische Migrantenüberlebende aufgenommen haben. Also im Prinzip ein völlig neuer Akzent. Der Fokus liegt auf den Überlebenden und was aus ihnen geworden ist, in Kurzfassung natürlich. Die Vorträge, die wir gleich hören werden, sind auf Terminit auf 15 Minuten jeweils. Insgesamt haben wir 1,5 Stunden. Das heißt, wir werden 1 Stunde Vortrag haben, zusammengenommen. Und wir werden dann noch 1,5 Stunde haben für eine kleine Diskussion vielleicht, aber auch vor allem die Gelegenheit für Sie öffnen, Fragen an die Referentinnen zu stellen. Das ist uns wichtig. Das konnte bei einem Einstiegsvortrag natürlich schlecht realisiert werden, aber jetzt bei diesem Panel auf jeden Fall. Und ich denke, in den folgenden Panels haben wir auch solche Möglichkeiten für das Publikum vorgesehen. Ganz kurz zu unseren Referenten. Ich fange mit den Referentinnen an. Frau Balayan zu meiner Linken ist Doktorandin. Sie ist an der Humboldt-Universität Berlin tätig und arbeitet zu einem natürlich armenierrelevanten Thema, logischerweise. Sie hat einige Male in der ADK geschrieben und ich hoffe, dass sie uns auch ein wenig als Autorin erhalten bleibt, auch zukünftig. Frau von Bieberstein ist fertige Doktorin. Sie hat an der University of Cambridge hat sie promoviert, macht eine postdoktorale Arbeit mit Schwerpunkt in der Türkei und die macht dort auch Feldforschung diesbezüglich. Also insofern ist sie für die Frage der Überlebenden, die Frage der Kryptoarmenier und so weiter, mit Sicherheit in besonderer Weise natürlich qualifiziert. Wir hatten vorhin gesprochen, dass jemand seinen Urlaub unterbrochen gekommen ist. Das war Professor Kieser. Da danke ich auch wirklich nochmal sehr, sehr herzlich dafür. Aber Frau Bieberstein ist gestern Abend mit der letzten Maschine mehr oder minder aus Istanbul gekommen. Sie hatte nämlich da einen Vortrag zu halten im Rahmen der Biennale von Istanbul. Die geht noch bis November. Und eigentlich sollte sie heute den Vortrag halten. Dann hat sie aber pflichtgewusst gesagt, das kommt gar nicht in Frage. Denn ich bin heute am 5. in Berlin. Also sie ist da. Gut. Aus weiter Ferne ist auch Professor Hayrouni gekommen. Professor Hayrouni lehrt armenische Geschichte an der Staatlichen Universität von Jerewan. Er ist ein Spezialist, ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben gesagt, aber von Leben und Werke von Lepsius, speziell im Ersten Weltkrieg und auch danach. Diejenigen, die die ADK lesen, wissen das. Der hat fortlaufend Berichte, Artikel, Analysen darüber geschrieben und auch in der neuen Ausgabe, die jetzt Ende September erscheinen wird, wird auch eine weitere Folge, muss man sagen, es war schon ein Fortsetzungsroman, wird sein. Er hat seinen ständigen Platz in der ADK. Und Herrn Weiterstern, ebenfalls promoviert, kennt man vor allem, aber nicht nur deswegen, als einer der Mitbegründer und Betreuer der Webseite Hushamadyan. Hushamadyan ist insofern eine bemerkenswerte Institution, weil es der Versuch ist, in digitalem Raum
die untergegangene Welt der Armenier ein Stück weit zu rekonstruieren, eine außerordentlich wichtige Geschichte. Es gibt Bücher über das Leben und so weiter, aber das ist eine digitale Form, diese Kenntnisse, diese Erinnerungen und so weiter zu vermitteln, zu verbreiten. Ein ideales Werkzeug, gerade in der heutigen Zeit. Gut, wir fangen jetzt an und ich habe gerade mit Frau Balayan auch gesprochen. Wir fangen aus der Ferne, also mit der Ferne an, nämlich mit denjenigen Armenierinnen und Armeniern, die den Weg nach Frankreich, nach Amerika gefunden haben. Wie gesagt, 15 Minuten jeweils. Frau Balayan, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Einleitung, Herr Kantian. Stellen Sie sich eine Situation vor. Das ist Westeuropa und Tausende von Flüchtlingen strömen hierher in der Suche nach einem Zufluchtsort, nach einer neuen Heimat, wo sie dem Krieg und der Verfolgung entfliehen können. Ich fange dann mit einem Zitat an. Anders als die vorherigen Generationen der politisch Verbannten, die ihre Zuflucht in zentralen und westlichen Europa gesucht hatten, kamen diese Neueinkömmlinge in beispiellosen Zahlen und haben damit das Vermögen der internationalen Gemeinschaft, sich um sie zu kümmern, an das Äußerste getrieben. Dieses Zitat stammt aus einem Buch, das 2003 geschrieben worden ist und den Titel »Im Nachgang des Genozids – Armenier und Juden im 20. Jahrhundert in Frankreich« trägt. Nein, also das beschreibt nicht die Situation heute, sondern vor knappen 100 Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, als viele Flüchtlinge, inklusive Tausende von Armeniern, vor allem nach Frankreich gekommen sind. Dabei war Frankreich eine der wenigen Länder, das diese Strömung angenommen hat und die Türen des Landes offen gehalten hat für die Flüchtlinge. Der größte Flüchtlingsstrom kam also, auch inklusive der Armenier, kam erst nach dem Ersten Weltkrieg. Das liegt daran, dass die meisten nicht ihren Weg direkt aus der Türkei von den Massakern direkt nach Europa finden könnten, sondern einen Umweg über den umliegenden Ländern von der Türkei finden müssten, also über Iran, Syrien, Irak und Kaukasus. Diejenigen, die direkt nach Frankreich ihren Weg gefunden hatten, waren meistens mit den Militärschiffen von Frankreich aus dem Mittelmeer nach Frankreich gebracht. Allein Anfang der 20er Jahre sind mindestens 65.000 Armenier offiziell nach Frankreich geflüchtet. Eine der anderen Gründe, also eine der Hauptgründe, warum Frankreich die Türen für die Armenier und für die Flüchtlinge offen gehalten hatte, war der Wunsch, die geschwächte Ökonomie wiederherzustellen, wieder aufzubauen und die Arbeiterlücken aufzufüllen. Um das mit Zahlen zu nennen, Frankreich hatte 1,3 Millionen Männer verloren im Ersten Weltkrieg. Ein zweiter Grund, warum gerade für Armenier Frankreichs Türen offen waren, war die zuvor geschehene, da gewesene militärische Präsenz in dem ehemaligen Gebiet von Kilikien in der Türkei, das unter der Kontrolle von den französischen Truppen eine Zeit lang war. Sogar so stark, dass viele Truppen Armenier aus den benachbarten Ländern dort repatriierten, also dort einbürgerten in den Regionen. Das hat jedoch leider nicht lange gehalten und die französischen Truppen sind zurück nach Frankreich gezogen und mit denen viele der dort Repatriierten. Diese Schuldgefühle, Verantwortungsgefühle gegenüber den Armeniern haben natürlich auch eine Rolle gespielt. Der Grundhintergedanke jedoch war der ökonomische. Viele Armenier haben direkt Arbeitsverträge bekommen, wurden in industriellen Gebieten stationiert. Viele hatten Paris als Ziel und oder blieben in dem Hafen von der ersten Ankunft in Marseille, wo in beiden Städten auch armenische Gemeinschaften vorhanden waren vor dem Völkermord. Die Situation für die Armenier hatte zwei Seiten. Auf der einen Seite, wie es für Diaspora generell typisch ist, wollten natürlich die meisten zusammenbleiben mit der Familie, mit den anderen Armeniern, möglichst nah beieinander auf derselben Straße, im selben Ort. Die französische Regierung jedoch hat auf der einen Seite ehemalige Militärzeltlager extra für armenische Flüchtlinge zugeordnet. Von der anderen Seite hatte die Regierung versucht, alles zu machen, um die Ghettobildung sozusagen von den Armeniern zu vermeiden.
Also von der Seite der Regierung kamen viele Bemühungen, die Armenier und auch andere Flüchtlinge schnellstmöglich zu integrieren. Das heißt, die Armenier hatten sehr schnell Arbeitsverträge bekommen, haben sehr schnell die Möglichkeit gehabt, ihre Kinder in französische Schulen zu schicken, obwohl es in den größten Orten mit der armenischen Bevölkerung armenische Schulen gab. Die Armenier von der anderen Seite hatten auch den Wunsch, nicht aufzufallen, wenn man das so benennen kann, denn sie hatten jahrelang, in diesem Fall, wenn sie nach dem Ersten Weltkrieg erst nach Frankreich oder nach Westeuropa kamen, eine Heimat gesucht. Sie waren mehrmals geflüchtet und wollten nun in Frankreich eine Heimat finden. Deswegen hatten viele Angst, abgeschoben zu werden und hatten vieles, alles Mögliche getan, um vorbildliche Bürger zu sein. Das hatte auch öffentliche Ausprägungen. Organisationen, die von schon in Frankreich lebenden Armeniern organisiert waren, hatten versucht, die armenische neu entstandene Gemeinde zu beeinflussen. Auch zum Beispiel die halb armenisch, halb französische Zeitschrift Le Foyer hatte auf einer Seite, also auf den französischen Seiten, der französischen Gesellschaft versucht zu zeigen, wie wertvoll die Armenier sind, wie gute Arbeiter sie sind, dass sie dadurch, dass sie keine andere Heimat haben, alles in Frankreich investieren würden. Auf den armenischen Seiten der Zeitschrift haben sie versucht, die Armenier dazu zu bringen, auch als solche sich zu verhalten, um die Erwartungen nicht zu enttäuschen. Diese quasi Zusammenarbeit zwischen den Wünschen von der französischen Regierung und der armenischen Flüchtlinge hat dazu beigetragen, dass die Diaspora heute in Frankreich, die armenische Diaspora, so ist, wie sie ist. Und zwar ist die französisch-armenische Diaspora eine der integriertesten. Diese brave Integration übrigens hat auch ab den 30er Jahren, als auch in Frankreich xenophobische Stimmungen sich ausbreiten, vielen Armeniern viel Ärger und viel Probleme erspart. Eine Unterscheidung ist dabei wichtig zwischen Türkei vor allem und Frankreich. In Frankreich müssten Armenier nie ihre armenische Identität leugnen oder verstecken, was in der Türkei jahrelang bis heute teilweise der Fall ist. Das heißt, sie könnten sogar während des Zweiten Weltkriegs ihre armenische Identität offen halten, nur vielleicht, wenn sie Befürworter der sowjetischen armenischen Republik waren, vielleicht das nur verstecken. Wie man sieht, die Gesamtsituation in Frankreich hat erstens das Bild der generellen armenischen Diaspora in den westlichen Ländern geprägt. Von der anderen Seite hat auch es zu der Entstehung einer anderen Gemeinde in der Welt beigetragen. Und zwar waren es meistens die französischen Schiffe, die Armenier in Tausend nach Amerika gebracht haben. Zwischen 1900 und 1924 waren es schätzungsweise 75.000 Armenier, die mit den Schiffen nach US-Amerika gelangt sind. Nach 1924 hat Amerika die Einwanderungsgesetze verstärkt. Deswegen kamen da weniger hin. Es gibt ein wunderbares Ein-Mann-Projekt namens The Armenian Immigration Project. Es hat sich vorgenommen, die Einträge, Schiffseinträge nach armenischen Flüchtlingen zu suchen und zu registrieren. Und dieses Projekt hat bisher, weil die Arbeit ist noch nicht natürlich abgeschlossen, 39.076 Armenier registriert, die mit den Schiffen, vor allem mit den französischen Schiffen, nach Amerika kamen. Es gibt auch bei diesen Flüchtlingen, die nach Amerika kamen, ein gewisses Muster. Und zwar vor 1900 waren die meisten armenische Einwanderer erwachsene Männer, die nach Arbeit nach Amerika gekommen sind. Nach 1900 waren es meistens Frauen und Kinder, also die Familien der Männer, die dem Völkermord fliehen könnten und dort zu ihren Familien gelangen könnten.
Heute beträgt die Anzahl der Armenier in der USA zwischen 450.000 und 1,5 Millionen Menschen, nach verschiedenen Einschätzungen natürlich. Was US-Amerika und die Integration angeht, so hat die US-Amerika auch eine ziemlich besondere Stellung. Wenn man einen Blick auf die Geschichte der Entstehung der amerikanischen Kultur wirft, es ist ja auch nicht zu übersehen, dass Akkulturation und Assimilation eine der Vorgänge waren, durch die die heutige stereotypische amerikanische Kultur auch entstanden ist. The American Dream und diese Anziehungskraft trägt natürlich dazu bei, dass die amerikanische Kultur sehr leicht anzunehmen ist, nicht nur in den Grenzen von der USA, sondern auch außerhalb. Abgesehen davon hat die US-Regierung zwischen 1880 und 1924, also genau in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, als die meisten Armenier nach Amerika kamen, Organisationen gegründet, um die Integration und Assimilation der Einwanderer zu verstärken. Zum Beispiel the Federal Bureau of Education oder the Federal Bureau of Naturalization. Und diese Organisationen hatten eine Bandbreite an verschiedensten Programmen entwickelt, von neuen Bildungsmöglichkeiten bis zu ausgeprägten nationalen Feierlichkeiten wie die des 4. Julis. Von der anderen Seite waren also die Armenier in der USA unter Druck, sich zu assimilieren. Von der anderen Seite, was auch eine Eigenschaft der amerikanischen Kultur und der Zusammensetzung der amerikanischen Nation ist, war die Abgrenzung von der eigenen Gemeinde, von den anderen Gemeinden, die in der USA vorhanden sind. Ein bestes Beispiel dafür ist die Gemeinde in Los Angeles. Da ist die stereotypisch amerikanische, glänzende Kultur vorhanden, Hollywood. Von der anderen Seite ist es ein Ort, wo sehr starke Gemeinden vertreten sind, die hispanische, die asiatische und die armenische. Und ein Beispiel, wie konzentriert in diesen Zuständen eine Diaspora werden kann, ortskonzentriert, ist Glendale, wo 250.000 Armenier wohnen. Ganz kurz zu der Unterscheidung zwischen Integration, Akkulturation und Assimilation, um das auseinanderhalten zu können. Integration beinhaltet das Beibehalten der eigenen Identität, aber Teilnahme in dem kulturellen und sozialen Leben des Gastlandes. Akkulturation wird meistens bei den Kindern benutzt, die in einem Gastland aufwachsen und in das soziale und kulturelle Leben des Landes hineinwachsen. Und Assimilation ist der Vorgang des Ersetzens der eigenen Kultur mit der des Gastlandes. Man muss unbedingt betonen, dass die Assimilation, die Akkulturation und die Integration der Armenier in den westlichen Ländern viel stärker ausgeprägt ist als im Nahen Osten, im Kaukasus oder in Russland. Es gibt verschiedene Gründe, zum Beispiel eine einheitliche dominante Religion, Christentum, ähnlichere Gewohnheiten, ein stärkeres Bildungssystem etc. Ganz kurz zu der Bildung der heutigen Diaspora. Der erste Schub war natürlich nach dem Völkermord. Die armenische Diaspora ist damit auch, wenn leider, aber mit dem Völkermord verbunden, mit der Flucht von dem Völkermord. Aber es gab auch einen zweiten Schub, und zwar nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und man kann die entstandene Diaspora aus diesen zwei Schüben in zwei zusammengehörende, natürlich aber voneinander deutlich zu unterscheidende Gruppen teilen. Das ist die alte Diaspora und die neue Diaspora. Ausgeprägt ist die neue Diaspora teilweise in Amerika, aber auch in Russland. Das sind Menschen, die nur aus ökonomischen Gründen und nur für Arbeit in ein anderes Land, vor allem nach Russland, ziehen. Und ich komme dann auch zu Ende, weil die Zeit schon fast vorbei ist. Also in den letzten 100 Jahren bis heute war die Diaspora natürlich nicht statisch, wie man sieht, auch mit dieser Unterscheidung von der alten und neuen Diaspora. Es hat sich entwickelt, es hat sich integriert, es ist Teil der Gemeinschaft der Europa und USA geworden. Drei Merkmale sind einige der stärksten, die eine Diaspora heute als solche bezeichnen lassen, die armenische. Das ist erstens die Sehnsucht nach den verlorenen
Gebieten, kulturell reichen Gebieten, die übrigens heute rapide verloren gehen. Zweitens ist das die gemeinsame tragische Vergangenheit, die auch den Drang, die armenische Nation aufrechtzuerhalten, hervorrufen. Und drittens der Kampf für die Anerkennung des Genozids. Diese Faktoren ermöglichen nicht nur die Bezeichnung als Diaspora, sondern machen die armenische Diaspora zu einer Transnationalität. Das ist eine Nationalität, die über Grenzen hinweg geht. Und diese zwei Beispiele von der USA und Frankreich zeigen, wie erfolgreich ein Vorgehen von der Behalten der eigenen Identität und erfolgreichen Integration sein kann. Und das ist auch wichtig für ein soziales Verständnis der Flüchtlinge und Neueinkommlinge in der Welt, denn erfolgreiche Migrantengruppen kreieren neue Formen der sozialen Solidarität und dämpfen damit negative Effekte, die in der Gesellschaft von Diversität gesehen können. Vielen Dank, Frau Balayan. Aber Ihr Vortrag ist vielschichtig und sehr, sehr schön und leitet aber auch gleichzeitig automatisch auf den Vortrag von Herrn Taschan über, weil auch er Bezüge zu Frankreich hat, und zwar sehr, sehr starke Bezüge. Taschan, wenn Sie vielleicht erzählen über das Schicksal der Armenier in Syrien und Libanon. Ich darf Sie bitten, auf 15 Minuten bitte. Dankeschön. Herr Taschan wird eine PowerPoint-Präsentation bzw. Teile davon benutzen für die Illustration seines Beitrages. Ja. So, ich danke der Organisatorin und besonders Rafik Adjan für diese Einladung. Ich werde mein Thema mit der sehr kompakten Darstellung der Familiengeschichte von Avak Avakian beginnen. Avak wurde 1904 in dem Dorf Hassan Beyli südwestlich der Stadt Marash geboren. Die Armenier des Dorfes wurden 1915 zwangsweise deportiert und in jener Zeit verlor Avak seinen Vater, seine Mutter und von seinen 8 Geschwistern überlebten nur 4. Und beim Kriegsende war Avak in Aleppo und für diesen 14-jährigen Waisenjungen war das Leben eine alltägliche Improvisation. Irgendein Fehler konnte schicksalhafte Folgen haben, konnte den Tod nach sich ziehen. Letztendlich jedoch überlebte er. Und der Erste Weltkrieg ging zu Ende. Das Osmanische Reich gehörte zu den Verlierten. Englische und französische Streitkräfte besetzen die ehemaligen arabischen Provinzen des Reiches, Syrien, Libanon, Jordanien, Irak, Palästina, aber auch Kilikien. Das Dorf, das Hassan Beyli, befand sich in Kilikien. So war Avak einer der Ersten, der in sein heimatliches Dorf zurückkehrte. Zehntausende armenische Überlebende siedelten sich ebenfalls in Kilikien an und das ganze Gebiet war unter französischer Kontrolle und die Armenier waren überzeugt davon, dass nach der Katastrophe des Völkermordes ihre Ansiedlung in Kilikien in Neuanfang sein würde. Auch Avak beteiligte sich an der Wiederbelebung des Dorflebens. In seinen Erinnerungen lesen wir, dass von der nahezu 9000 Armenier von Hassan Beyli 2500 überlebt hatten und in ihr Dorf zurückgekehrt waren. Mit vereinten Kräften eröffneten sie die halb zerstörten Schulen, Kirchen, renovierten die beschädigten Häuser, legten die Gärten neu an. Und die Begeisterung der Armenier für die neuen Bedingungen hielt nicht lange an. Marash und Hassan Beyli wurden 1940 von der türkischen Armee unter Führung von Mustafa Kemal, später Atatürk, besetzt. Die Überlebenden aus Avaks Familie verließen Hassan Beyli und zogen nach Dortyol, das ebenfalls in Kilikien liegt und noch unter französischer Herrschaft war. Entsprechend der Vereinbarung von Ankara zwischen Frankreich und der Türkei
sollten die französischen Streitkräfte bis Anfang Januar 1922 Kilikien vollständig räumen. Das führte zur Panik unter den Armeniern, die noch vor dem Einmarsch der türkischen Truppen dieses Gebiet verlassen wollten. Das französische Hochkommissariat in Beirut, das höchste Verwaltungsorgan der französischen Mandatherrschaft in Syrien und Libanon, war strikt dagegen, dass die Armenier Kilikien verlassen. Und unter den obwaltenden Bedingungen verteilte General Dufieux, der Militärgouverneur der Kilikien, der über die tatsächliche Lage der Armenier im Bilde war, entgegen der Anweisungen des Hochkommissariats Passierscheine an die zigtausende Armenier, die sich am Ufer von Mersin versammelt hatten. Und tatsächlich führte diese Aktion des französischen Generals zur Übersiedlung der Bevölkerung von Kilikien, in der Mehrzahl aus Armenien bestehend, nach Syrien und Libanon. Avak und seine Familie zogen in ein Flüchtlingslager, das am Standrand von Iskenderun oder Alexandret, damals in Syrien, in einem Sumpfgebiet errichtet worden war. Und während der gesamten 1920er Jahre setzte sich die Welle der Migration der Armenier nach Syrien und Libanon fort. Die übrig gebliebenen Armenier, die in der Türkei nahe der Grenzen zu Syrien lebten, verließen auf Druck der örtlichen türkischen Verwaltungen die Stadt Maraş, Aintab, Kilis, Urfa und Diyarbakir und vor allem aus den Dörfern des Umlands und zogen nach Syrien. Großenteils ließen sie sich in Aleppo und der syrischen Region Jazira mit den Städten Kamischli, Hasake nieder. Die Übersiedlung von zehntausenden armenischen Migranten nach Syrien und Libanon veränderte das Stadtbild in jenen Ländern, insbesondere in den großen Städten. So traf man in den Außenbezirken von Aleppo, Beirut und Iskenderun armenische Migranten, die in Zelten hausten. Die Lebensbedingungen waren natürlich sehr hart. Wie diese Zustände verändern, wie vernünftige Lebensbedingungen für die abertausenden armenischen Flüchtlinge schaffen. Mit der Lösung dieser Probleme waren nachweislich nicht nur die armenischen Organisationen oder die Flüchtlingskommission des Völkerbundes beschäftigt, sondern auch die französische Mandatsverwaltung in Libanon. Und gemäß dem Lausanne-Vertrag von Juli 1923 hatten die Armenier, die in Syrien und Libanon zur Flucht gefunden hatten, das Recht, die Staatsbürgerschaft dieser Länder zu erwerben. Und so wurden entsprechend der Entscheidung der französischen Mandatsverwaltung in der 1920er Jahren die armenischen Migranten zu Libanesen und Syrern. Folglich hatten die Armenier in diesen beiden Ländern sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich eine bleibende Präsenz. Und tatsächlich waren die Armenier in großem Maße von der französischen Verwaltung abhängig. Als ab Mitte der 1920er Jahre, zum Beispiel in Syrien und Libanon, ein Kampf gegen die französische Präsenz begann, bezogen die Armenier eine im Allgemeinen pro-französische Position. Unter diesen Bedingungen war die Schließung der Flüchtlingslager, die Errichtung von neuen Stadtteilen für die Armenier und dadurch die endgültige Ansiedlung der armenischen Migranten in Syrien und Libanon für die französische Verwaltung nicht nur eine humanitäre Notwendigkeit, sondern darüber hinaus ein politisch bedeutendes Projekt. Und natürlich fand dieses Projekt die unmittelbare Unterstützung der armenischen Kreise, aber auch die Flüchtlingskommission des Völkerbundes sowie diverse internationale humanitäre Organisationen. Den zentralen Punkt dieses Ansiedlungsprozesses bildeten die armenischen Viertel in Beirut und Aleppo, aber auch in Damaskus und Antiochien. Die Baumaßnahmen fingen 1927. In Beirut entstand ein solches Viertel auf der Anhöhe Ashrafieh, nördlich der Stadt, sowie auf dem ausgedehnten Areal Burj Hamut. Auch in Aleppo
entstanden solche Siedlungen in nördlicher Richtung, Jabriye, Suleymaniye, Bostan Pascha, Sheikh Maksud. Und ab der 1930er Jahre zogen die bislang in Flüchtlingslagern unterbrachten Armenier in die Häuser dieser Stadtviertel. So nahm ein lebhaftes Gemeindeleben seinen Anfang. Mehr noch, es wurden die Fundamente des zeitgenössischen armenischen Gemeinschaftslebens im Syrien und Libanon gelegt. In jenen Jahren waren die Armenier entschlossen, ihrem Flüchtlingsdasein ein Ende zu setzen und in diesen beiden Ländern ein neues Leben anzufangen. Und die ungewöhnliche Kooperation und die Solidarität unter den armenischen Kreisen ist ein Beleg hierfür. Ohne diese Dynamik wäre die Schließung der Flüchtlingslager und der Bau der neuen Stadtviertel kaum vorstellbar gewesen. Es ist interessant, dass Jahrzehnte später, ab den 1970er Jahren, in den Flüchtlingslagern, wo einstmals die Armenier untergebracht waren, nunmehr die palästinensischen Flüchtlinge eine Bleibe fanden. Es waren die gleichen katastrophalen humanitären Bedingungen und die Palästinenser haben das durchgemacht, was die armenischen Flüchtlinge vor ihnen. Aber die politischen Bedingungen waren vollkommen andere. Eine friedliche Integration in die libanesische Gesellschaft gelang nicht. Im Gegenteil, die massenweise Anwesenheit der Palästinenser in Libanon hat auch zum dortigen Bürgerkrieg geführt. Libanon ist heute wieder ein großes Flüchtlingslager. Als Folge des Syrienkrieges gibt es dort Hunderttausende von Flüchtlingen. Unter den angespannten Bedingungen der Innenpolitik Libanons sind die syrischen Flüchtlinge zu Auslösern von Krisen und Kämpfen geworden. Die syrische Krise hat auch dazu geführt, dass große Teile der in den 1920er und 1930er Jahren in Aleppo gebauten armenischen Stadtviertel zu Trümmern geworden sind. Auch haben die Armenier von Aleppo, Damaskus sowie Kamischli, Nachfahren der ehemaligen Flüchtlinge, als Folge des Krieges größtenteils ihre Wohnorte verlassen und sind sie Flüchtlinge geworden. Wenn wir heute versuchen, Parallelen zwischen damals und heute zu ziehen, so steht fest, die heutigen Bedingungen sind ganz andere als jene der Vergangenheit. Aber wir meinen, dass es eine zentrale Gemeinsamkeit gibt. Für unveränderbar gehaltene politische Ordnung bricht zusammen und an ihrer Stelle entsteht eine neue Ordnung. Damals brach das System des Osmanischen Reiches zusammen. Auf dessen Trümmern fingen Nationalstaaten sich zu entwickeln. Kolonialistische Pläne Frankreichs oder Großbritanniens wurden umgesetzt. Bei solchen zentralen Wandlungen werden nationale oder religiöse Gruppierungen, so gut sie auch organisiert sein mögen, zum Spielball der Großmächte, wenn sie keine staatliche Unterstützung haben. So war die Lage der überlebenden Armenier am Ende des Ersten Weltkrieges. Wie im Falle von Avak Avakian war es ihnen gelungen, den Völkermord zu überleben. Danach vertrauten Avak und seine Landsleute Frankreich, dass dieses für sie ein sicheres Kilikien schaffen würde. So haben sie sich geirrt. Die Interessen Frankreichs brachten es mich, sich dieses Gebiet der Türkei zu überlassen. Avak und seine Landsleute hatten keine andere Wahl, als den sich zurückziehenden französischen Streitkräften zu folgen und sich im Libanon und Syrien niederzulassen. Heute ist ein anderes ebenfalls für unzerstörbar gehaltenes System zusammengebrochen. Dieses Mal ist es die Baas-Partei und dann von der Assad-Familie beherrschte staatliche System Syriens. Jetzt, wo der Widerstand gegen das Assad-Regime einen militärischen Charakter angenommen hat, haben wir nach unserer Überzeugung nicht mehr mit einem lokalen Konflikt zu tun. Syrien ist heute der Ausgangsort von regionalen und internationalen Konflikten.
Auf dessen Trümmern werden die neuen Grenzen des Landes gezogen. Neue Einflussgebiete werden festgelegt. Bei all diesen Entwicklungen wird hauptsächlich die Bevölkerung außer Acht gelassen, darunter auch die armenische Gemeinschaft. Die Landsleute von Avak Avakian bilden bei diesem Krieg heute wieder eine Gruppe ohne Rückhalt. Sie sind ohne Schutz. Unter solchen Bedingungen besteht die Lösung für viele darin, wie vor 100 Jahren ihre Großmutter und Großvater, das heimatliche Syrien zu verlassen und das unbestimmte Leben des Migranten zu leben. Danke. Ihnen herzlichen Dank, Walter Schaff, für diesen interessanten Vortrag, der im Akzent natürlich ganz anders war als bei Ihnen, Frau Balayan. Friedliche Zustände in den Staaten mit gewissen örtlichen Problemen natürlich. Und wir sind mitten in der Krise, wenn Sie so wollen, wenn wir Walter Schaff folgen. Insofern die Gegenwart der Vergangenheit, das ist in der Tat, glaube ich, ein richtig gewähltes Motto von uns. Das ist in der Tat gegenwärtig, worüber wir reden und nichts Historisches. Gut, ich bekomme jetzt eigentlich dem Fokus immer näher. Und ich würde Professor Hayrouni bitten, dass er uns sagt, was ist mit den Armeniern passiert, die 1915 Richtung Osten eine Zuflucht gesucht haben. Erst in die Republik Armenien, erste Republik Armenien bis 1920, dann in die Sowjetrepublik Armenien. Was ist mit ihnen geschehen? Welches Schicksal hat sie dort erwartet? Mit welchen Politiken hatten sie zu kämpfen? Dankeschön, Professor Hayrouni. Ja, vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Während des Völkermords in den Jahren 1914-16 hatten sich etwa 300.000 Armenier, meistens Bewohner der östlichen Grenzgebiete des Osmanischen Reichs, nach Russisch oder Ostarmenien retten können. Die nach der Februarrevolution 1917 in Russland gebildete provisorische Regierung erklärte das von der russischen Armee besetzte Türkisch- oder Westarmenien zu einem Militärgouvernement, das unmittelbar ihr unterstehen sollte. Sie gestattete den armenischen Flüchtlingen, in ihre Heimat zurückzukehren. Im Mai 1917 fand in Jerewan eine Tagung der Vertreter der Westarmenier statt, während deren ein westarmenischer Nationalrat ausgewählt wurde, der sich die Organisation der Heimkehr der Flüchtlinge, den Wiederaufbau des Schulwesens und die Begründung von Waisenhäusern in der türkisch-Armenien zur Aufgabe machte. Es wurden dabei Sammlungen von Lösegeldern zur Befreiung der in muslimische Haushalte verschleppten armenischen Kinder vorgenommen. Bis Oktober 1917 kehrten über 140.000 armenische Flüchtlinge in ihre Heimatsorte zurück. Diese Entwicklung endete, als im Oktober 1917 die Bolschewiki in Petersburg die Macht ergriffen. Die neue Regierung unter Lenin, die von der Entente nicht anerkannt wurde und dabei mit vielen inneren Gegnern im Krieg stand, sah sie gezwungen, ihre Truppen aus der Türkei zurückzuziehen. In dieser Situation begann Deutschland im Frühjahr 1918 mit Russland zu verhandeln und konnte im separaten Friedensschluss von Brest-Litowsk erreichen, dass Russland mehrere seiner europäischen Gebiete an Deutschland und darüber hinaus sowohl das besetzte türkische Armenien als auch die Distrikte Kars, Ardahan und Batumi, die seit 1878 zum Russischen Reich gehört hatten, an die Türkei abtrat. Somit begann tatsächlich die dritte Phase des Völkermords an den Armeniern. Die türkische Regierung befahl ihrer Armee den sofortigen Vormarsch in der Absicht, nicht nur die ihr abgetretenen Gebiete, sondern auch den gesamten Kaukasus zu beherrschen, um dadurch einerseits ihre pantürkischen Ziele zu verwirklichen und andererseits die von ihr seit dem Frühjahr 1915 zur Staatspolitik erhobene systematische Vernichtung des armenischen Volkes, das ihr auf dem Wege zur Umsetzung dieser Ideen als Haupthindernis galt, zu Ende zu bringen. Der türkische Vorstoß wurde durch neue systematische Massaker an der weitgehend schutzlosen friedlichen armenischen Bevölkerung begleitet.
Während die Anzahl geringen und schlecht bewaffneten armenischen Verteidigungstruppen keinen erfolgreichen Widerstand leisten konnten. Die deutsche Regierung erhielt von allen Seiten alarmierende Nachrichten über jüngste türkische Vernichtungspolitik sowie Appelle, die Türkei davon abzuhalten und auf sie Druck zum Rückzug ihrer Armee hinter die im Brester Vertrag gezogene Grenze auszuüben. Schon am 22. März sandte das deutsche Auswärtige Amt eine Mitteilung an den deutschen Staatssekretär nach Bukarest, worin es hieß, Zitat, die Armenier werden unbeschreiblichen Qualen unterzogen, Kinder in Säcke gesteckt und ins Meer geworfen, die alten Männer und Frauen wurden gekreuzigt und verstümmelt, alle jungen Mädchen und jungen Frauen wurden den Türken ausgeliefert, Zitat Ende. Im April 1918 war vom armenischen Nationalrat eine Delegation nach Berlin entsandt worden, die durch aktuelle Berichterstattungen und Denkschriften vergeblich versuchte, von Deutschland zur Vorbeugung weiterer Massaker Unterstützung zu erbitten. Sie musste jedoch Ende Mai voller Enttäuschung zurückkehren, ohne vom Kanzler und nicht einmal von einem Staatssekretär empfangen worden zu sein. Die deutsche Regierung zeigte nach wie vor kein Interesse daran, zur Verhinderung der vollständigen Ausrottung des armenischen Volkes, die von der Türkei konsequent und planmäßig vorangetrieben wurde, wirksame Schritte zu tun. Sie begnügte sich stets damit, sich den türkischen Gräueltaten mit in freundlicher Weise ausgesprochenen offiziellen und inoffiziellen Warnungen zu widersetzen, und selbst dies geschah weniger um der Gerechtigkeit willen als möglichen Vorwürfen deutscher Mitverantwortung oder Mitschuld vorzukommen. Nachdem die türkische Armee bereits am 15. Mai schon in die Stadt Alexandrapol eingerückt war, begann sie in mehreren Richtungen auf Jerewan und Etschmiadzin vorzustoßen, wo sich die letzten Reste des armenischen Volkes, darunter über 200.000 osmanisch-armenische Flüchtlinge, befanden. Es kam in dieser schicksalhaften Situation zum heroischen Widerstand der gesamten Bevölkerung, an der auch die osmanisch-armenischen Flüchtlinge aktiv teilnahmen. Bei diesem Kampf auf Leben und Tod erlitten die Türken eine Niederlage, was die türkische Regierung dazu brachte, in direkte Verhandlungen mit der armenischen Seite zu treten. Ohne deutsche Unterstützung sahen sich die Armenier jedoch genötigt, am 4. Juni 1918 die harten Friedensbedingungen der osmanischen Seite anzunehmen und den Batumer Vertrag zu unterzeichnen, wodurch sich die erste armenische Republik auf einem Territorium von etwa 10.000 Quadratkilometern gebildet werden konnte. Die türkische Regierung, die sogar nach der Anerkennung der Republik Armenien ihre Absicht zur vollständigen Ausrottung der Armenier nicht aufgegeben hatte, versuchte dann, durch politische und wirtschaftliche Isolierung der Republik sowie durch Besetzung der ertragsreichen Gebiete deren Bevölkerung verhungern zu lassen. Und sie konnte dabei einen gewissen Erfolg erzielen. Nur in 6 Monaten 1918 verhungerten über 180.000 Menschen, von denen ein großer Teil osmanisch-armenische Flüchtlinge waren. Da es keinen anderen Ausweg gab, schickte die armenische Regierung eine Delegation nach Berlin, um in dieser äußerst schweren Situation eine Unterstützung von Deutschland zu bekommen. Es konnten aber weder die zahlreichen Berichte und Denkschriften der Delegation noch die, die von anderen Seiten kamen, einen Erfolg erzielen. Auch wenn darin die deutsche Regierung mehrfach vor einer Mitschuld und Mitverantwortung, die ihr bei der weiteren Duldung der Ausrottung der Armenier angelastet wurde, gewarnt wurde. Ich kann mir wenigstens nicht vorstellen, so beispielsweise der deutsche General Friedrich Kress von Kressenstein in seinem Telegramm an das Auswärtige Amt vom 20. August 1918, dass das Deutsche Reich ruhig zu sehen kann, wie die Mohammedaner ein christliches Volk der Vernichtung durch Hunger preisgeben. Unsere Hilfe muss bald wirksam werden, sonst kommt sie zu spät.
Die Lage verschlimmert sich täglich. Sollten alle verzweifelten Hilferufe der Regierung und der obersten Geistlichkeit Armeniens ungehört verhallen, so wird die Verantwortung für Vernichtung dieses alten christlichen Volkes für immer auf Deutschland und Österreich lasten. Geschichte wird und muss zu Geständnis versagen, dass die beiden großen Christenreiche Mitteleuropas nicht imstande waren, wenigstens hier, wo es sich um Sein oder Nichtsein eines ganzen Volkes handelt, ihrem asiatischen Verbündeten ihren Willen aufzuzwingen. Zitat Ende. Die Lage der zum Verhungern ausgesetzten Armenier änderte sich, als die im Weltkrieg besiegte Türkei im November ihre Truppen aus dem Kaukasus zurückzog und die amerikanische Hilfsorganisation Near East Relief vom Frühjahr 1919 an mit ihren humanitären Aktionen begann. Von dieser Organisation, die 1919 in der Republik Armenien auch die Pflege von über 15.000 Waisenkindern für 2 Jahre übernahm, wurden im genannten Jahr beträchtliche Mengen von Nahrungs- und weiteren Hilfsmitteln nach Jerewan geschickt, wofür über 20 Millionen Dollar ausgegeben worden waren. Auch die politische Situation der Armenier schien sich zu ändern, als das Osmanische Reich mit den alliierten Siegermächten im August 1920 durch Unterzeichnung des Vertrags von Sèvres die Bildung eines unabhängigen Armeniens anerkannte. Als sich die türkischen Machthaber unter Kemal bald davon überzeugten, dass die Siegermächte nicht beabsichtigten, die Verwirklichung des Sèvres-Vertrags zu erzwingen, überfielen sie Ende September 1920 die Republik Armenien. Ohne von irgendeiner Seite Hilfe zu bekommen, erlitten die Armenier in diesem türkisch-armenischen Krieg eine weitere Niederlage und die armenische Regierung sah sich gezwungen, die Macht an die Sowjets zu übergeben. Nachdem der Völkerbund 1923 in Lausanne einen endgültigen Friedensvertrag mit der Türkei unterzeichnete, mussten die auf der ganzen Welt zerstreuten türkisch-armenischen Flüchtlinge ihre Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in ihre Heimat aufgeben. Und in ihnen wuchs der Wunsch, ersatzweise in die Sowjetrepublik Armenien zu übersiedeln. Mit der Begründung, dass es sich um ein sowjetisches Land handele, verzichtete der Völkerbund darauf, dafür Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Regierung Sowjetarmeniens kam aber, trotz der schweren sozialen Situation der eigenen Bevölkerung, diesem Wunsch entgegen. Sie konnte von verschiedenen Seiten manches Mittel aufbringen und ein Projekt ans Leben rufen, wodurch in den Jahren 1921 bis 1936 42.286 armenische Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern nach Armenien übersiedelten. In vielen Fällen wurden die für die Einwanderer neu errichteten Stadtviertel und anderen Wohnorte nach dem Wunsch der Letzteren mit Namen ihrer Heimatsorte in der Türkei benannt. So entstanden beispielsweise die Wohnorte Neu-Arabkir, Neu-Butania, Neu-Sebastia, Neu-Malatia, Neu-Harbert und so weiter. Die Übersiedlung der armenischen Flüchtlinge in Sowjetarmenien konnte erst nach dem Zweiten Weltkrieg fortgesetzt werden. In den Jahren 1946 bis 1948 wanderten 89.750 Menschen aus 12 Ländern in Sowjetarmenien ein. Danach wurde die Einwanderung und auf Veranlassung Stalins eingestellt. Es wurde erst 1962 wieder möglich, eine Einwanderung zu organisieren. Und bis 1982 übersiedelten 31.920 Menschen aus über 30 Ländern in Sowjetarmenien. Es soll zusammenfassend festgestellt werden, dass in den genannten 3 Einwanderungsphasen insgesamt 168.118 Menschen in Armenien eingewandert sind.
Diese Einwanderungen haben unter anderem zur Verstärkung des kollektiven Selbstbewusstseins der bis dahin in Armenien wohnhaften türkischen Armenier beigetragen. In mehreren Fällen konnten sich die jeweils aus den gleichen Bezirken oder Provinzen der Türkei geflüchteten Armenier in Sowjetarmenien zusammenfinden und dann zogen sie es vor, kleine Gemeinden zu bilden. Überall, wo sie in einer Gemeinde leben, haben sie, wie auch ihre Nachfolger, sowohl ihren eigenen Dialekt als auch ihre Traditionen und Folklore bewahrt. Solche Gemeinden sind derzeit in Tallinn, Ararat, Ahtashat, Ashtarak und anderen Bezirken unserer Republik zu finden. Ob in Armenien oder in der Diaspora, die Überlebenden des Genozids und ihre Nachfahren haben ihre schmerzvollen Erfahrungen nicht vergessen können. Sie sind längst fester Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses aller Armenier geworden. Und wir Armenier hoffen, dass diese unsere Erinnerungen bald auch zum dauerhaften Bestandteil der türkischen und deutschen Geschichte zählen, nachdem die an unseren Vorfahren verübten Verbrechen als Genozid anerkannt bzw. verurteilt wurden. Vielen Dank. Vielen Dank, Professor Heidroni, mit sehr starken politisch-militärstrategischen gespickten Ausführungen. Den letzten Vortrag in dieser Runde hat Frau von Bieberstein und er ist direkt in der Türkei, wenn Sie so wollen, am Kern des Geschehens. Bitte schön, Frau Bieberstein. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich erstmal bedanken für die Einladung, Herr Kantern und der Heinrich-Böll-Stiftung. Wie gesagt, ich bin gestern Abend, ich muss erstmal sagen, ich bin keine Geschichtswissenschaftlerin, ich bin Sozialanthropologin, das heißt, mein Fokus liegt allgemein auf der Gegenwart, aber ich versuche jetzt mal, mich interdisziplinär einzubringen. Allerdings möchte ich anfangen, ich bin wie gesagt gestern Abend gekommen aus Istanbul, wo vor ein paar Tagen die Biennale eröffnet wurde und zum ersten Mal wurde das Büro, sowohl das ehemalige Büro als auch das jetzige Büro der Zeitschrift Argos und der Rand-Dink-Stiftung mit eingebunden in die Biennale. Und das sind also Ausstellungsräume und Kunsträume geworden für die, die nicht wissen, worum es sich handelt. Rand-Dink hat 1996 zusammen mit einigen Mitstreitern eine armenisch-türkische Wochenzeitung gegründet namens Argos. Er hat damit einen Gegenpol geschaffen, einen zivilgesellschaftlichen, innerhalb der armenischen Gemeinde einen zivilgesellschaftlichen Gegenpol zum Patriarchat und wurde 2007 auf offener Straße von einem Rechtsextremisten ermordet. Die Gerichtsverhandlungen gehen immer noch weiter und es wurde eine Stiftung gegründet in seinem Namen. So, diese beiden, sowohl Argos als auch die Hunting-Stiftung, sind vor einem Jahr ungefähr oder vor ein paar Monaten umgezogen in ein neues Gebäude. Und eben diese beiden Gebäude, sowohl die alte Wohnung, in der diese beiden, also in der die Zeitung und die Stiftung untergebracht waren, als auch das neue Gebäude, sind also jetzt eingebunden in die Biennale. Und im Vorfeld dessen gab es also künstlerische Aufmerksamkeit und einige Künstler. Es ist nämlich so, dass wenn sozusagen Armenier oder Leute, die Interesse haben an dem Thema aus dem Ausland kommen, oftmals Argos und die Stiftung die erste Anlaufstelle sind für viele, um sich mit dem Thema, die sich mit dem Thema befassen wollen und Kontakt aufnehmen wollen zur armenischen Gemeinde. Und so sind also einige Künstler gekommen und wollten irgendetwas machen über die armenische Gemeinde und haben dann also so interveniert, dass sie das gesamte Argos-Team, also die Journalisten, die eben an der Zeitung mitarbeiten, baten, im Grunde ihre Arbeit liegen zu lassen und sozusagen zu einer Art Installation zu werden, indem sie sich zusammenfanden, um ein Meeting, also eine Besprechung abzuhalten in einem dieser Räume, damit sozusagen die Künstler direkt erfahren können, wie das, also sozusagen sich inspirieren können. Unter anderem, und in einem zweiten Punkt
gibt es zwei Künstler, ein iranisch-armenischer und ein palästinensischer Künstler, die momentan in der alten Wohnung, also in den alten Räumlichkeiten von Argos übernachten. Also da ist nichts mehr vorhanden, um sozusagen, man weiß nicht was, aber irgendwie sich sozusagen genau dem Thema zu nähern, was es bedeutet, Armenier in der Türkei zu sein und übernachten, also sozusagen in diesen Gebäuden, wo Ranting ehemals tätig war, um vielleicht darauf zu hoffen, dass dieser Geist ihnen irgendwie erscheint, oder man weiß es nicht. Und zu guter Letzt, das i-Tüpfelchen wurde mir von einer Freundin erzählt, die eben Journalistin ist bei Argos und die also auf der Terrasse saß und eine Zigarette rauchte und über die gegenwärtige Flüchtlingsproblematik nachdachte und also sich ganz konkret mit gegenwärtigen Themen befasste, die auch gar nichts mit Armeniern so primär erstmal zu tun hat. Und sie rauchte also eine Zigarette und zerbrachte den Kopf über Gott und die Welt und eben diese Themen. Und dann kam die Assistentin einer dieser Künstler und sagte, ja, unsere Künstler brauchen Asche. Und wollten sozusagen von dieser armenischen Journalistin die Asche ihrer Zigarette sammeln, um sie irgendwie in diese künstlerischen Installationen oder wie auch immer Projekt mit einzubinden. Und ich finde, das illustriert eigentlich sehr gut, wie hier die inneren Dynamiken, also sozusagen, hier geht es darum, also um journalistische Tätigkeiten, es geht darum, um Öffentlichkeit zu schaffen, es geht darum, sich um gegenwärtige Themen zu befassen, Institutionen aufzubauen innerhalb der armenischen Gemeinde, die eben erlauben, irgendwie politisch aktiv zu sein und zu intervenieren im Hier und Jetzt. Und sie treffen eben auf eine Außenwahrnehmung, die im Grunde das Sterben und den Tod an sich auf eine Art und Weise fetischisieren und eben die Gemeinde primär als sterbend und als sozusagen so wahrnehmen und auch diese Erfahrung sozusagen persönlich und körperlich irgendwie erfahren wollen und dann eben Asche sammeln. So, das ist einfach nur... Das ist sozusagen als Sozialanthropologin, das sind diese Materialien und Anekdoten, die ich eben eigentlich sammle, um irgendwie zu verstehen, was es bedeutet, irgendwie Armenier in der Türkei zu sein oder Überlebende. Insofern steht immer die Frage im Raum, sozusagen, was ist eigentlich das danach? Also, weil ich wurde gebeten, über die Armenier in der Türkei nach 1915 zu sprechen. Und die Frage ist natürlich immer, wie... ordnet man das zeitlich ein und gibt es eben dieses danach und wo hört das danach auf und wo fängt es an? Und so hat natürlich Vahe schon mal angefangen, auch zu erläutern, dass eben nach 1915 die Vertreibung und Ermordung nicht aufhörten, sondern sich bis in die Republikzeiten eben weiterzogen. Und gleich nach den Deportationen wurden Gesetze erlassen, die eben die systematische Enteignung von Grundstücken und Eigentümern und Eigentum auch derer, die den religiösen, also nicht nur von Privatmenschen, sondern auch von den religiösen Stiftungen, die denen gehörten, ermöglichte. Und es gab also eine Reihe von Wege und Mitteln, von der direkten Plünderung zur Konfiszierung, zur Einbeziehung für die Kriegskasse und so weiter und so fort, die herangezogen wurden und Gesetze erlassen wurden, um diese Enteignung zu legitimieren und zu legalisieren. Allgemein wurden also diese Grundstücke als verlassen und ohne Eigentümer bezeichnet und verteilt an loyale Mitstreiter, an kurdische Milizionäre, an Angehörige der Armee und so weiter und so fort. Oder sie wurden eben veräußert, um dann der Staatskasse zuzuführen, um die Profite der Staatskasse zu überführen. Und viele Gebäude wurden natürlich zerstört, das wissen wir auch. Oder sie wurden umfunktioniert in Moscheen, in militärische Depots, in Scheunen und so weiter und so fort. Also ich werde vor allem jetzt in den nächsten 5 Minuten ein bisschen darauf eingehen, in welchen Bedingungen sozusagen wir von einem Überleben oder einem Leben sprechen. Also von ehemals 2538 Kirchen, 451 Klöstern und 1996 Schulen bleiben heute in den Händen der armenischen Gemeinde außerhalb Istanbuls nur eine Handvoll von Kirchen, keine Klöster, keine Schulen. In der Dekade vor der Gründung der Republik waren auch also ein Drittel der muslimischen Bevölkerung
in diesen Ländereien wurde also umgesiedelt und 2,7 Millionen Nicht-Muslime. Und diese Bevölkerungspolitik wurde auch durch verschiedene Gesetze und Erlasse nach Gründung der Republik fortgeführt. 1934 zum Beispiel wurde die Türkei aufgeteilt in drei verschiedene Zonen. Eine Zone, in der die Bevölkerung der Sprache und Ethnizität nachzuurteilen eine türkische Kultur aufwies. Eine weitere Zone, in der solche Bevölkerungsgruppen, die sich assimilieren ließen oder von denen man davon ausging, die sollten dort angesiedelt werden. Und es gab eine weitere Zone, wo aus vielerlei Gründen, also die aus vielerlei Gründen für eine Besiedlung als untauglich deklariert wurde. Und dann wurde mit Blick auf die Frage der Einbürgerung und der Staatsangehörigkeit Bevölkerungsgruppen in fünf verschiedene Kategorien eingeteilt, wobei natürlich ethnische Türken privilegiert wurden und solche, die ethnisch mit Türken als verwandt galten oder so angesehen wurden, wie zum Beispiel die Krim-Tataren. Dann gab es Muslime aus dem Balkan, die keine starke nationale Bewegung irgendwie hatten, von denen man ausgehen konnte, dass sie sich leicht assimilieren würden. Und es gab schwieriger schon waren die Muslime aus dem Kaukasus, weil die oftmals Nomaden, also als Nomaden angesehen wurden und die waren dann weniger erwünscht und ganz und gar unerwünscht galten Juden und Christen, sowie auch Kurden, Albaner und Araber, also die muslimischen Bevölkerungsgruppen, die eine starke nationale Bewegung hatten. In den 30er Jahren gab es also eine große Welle auch von Ausbürgerungen konkret, die vor allem auf Armenier abzielte, die eben immer noch im Ausland waren und zurückkommen wollten oder ja, konnten. Und so gab es zum Beispiel die Bedingung, dass man, wenn man eben Staatsangehörigkeit haben wollte, man sich im Unabhängigkeitskrieg hätte teilnehmen müssen und seitdem auch wieder im Land leben musste. Also die Leute, die sozusagen nicht teilgenommen hatten am Unabhängigkeitskrieg und seitdem auch nicht wieder eingereist wurden, denen wurde also die Staatsbürgerschaft verweigert. Und es gab auch andere Gründe, aus denen Menschen die Staatsbürgerschaft weggenommen wurde, zum Beispiel, wenn sie darauf bestanden, nicht Türkisch zu reden, wenn ihnen bestimmten Qualifikationen fehlten oder wenn sie die Staatsangehörigkeit eines anderen Landes eingenommen hatten, ohne den türkischen Staat um Erlaubnis gebeten zu haben oder wenn sie einem solchen Land in anderer Funktion irgendwie gedient hatten. Es gab auch noch Gesetze, die sozusagen die Reisefreiheit und Mobilität von Armeniern eingeschränkt hatten und so weiter und so fort. Es gab auch eine Reihe von anderen Gesetzen, die für alle möglichen Bereiche und Berufe türkisch sein als zur Bedingung machte. Das galt auch bis Mitte der 60er Jahre für Staatsangestellte, für die dann auch jeweils irgendwie Karteikarten angelegt wurden mit Name, Nationalität und Religion. Es galt auch für Ärzte, Zahnärzte, Hebammen und Krankenschwestern sowie Inhaber und von Zeitungen und Magazinen. Vereine durften nicht dürften nicht ethnische oder religiöse Minderheiten repräsentieren oder für deren Interesse sozusagen einstehen. Öffentliche Behörden und Institutionen wurden ermutigt, nicht-muslimische Angestellte und Beamte zu entlassen. Allgemein bekamen Nicht-Muslime und auch Konvertierte, das sind also die Überlebenden, die zum Islam konvertiert hatten, also bekamen eine Sonderbehandlung, was allgemein Überwachung und die Dokumentation und Archivierung im Staat irgendwie betraf. Es gab auch 1962 wurde eine Unterkommission für Minderheiten eingerichtet, die Asylklage-Tali-Kommission, auf Grundlage einer geheimen Entscheidung. Und die war zusammengesetzt mit Mitgliedern vom Geheimdienst und dem Generalstab. 2004 erst wurde diese Kommission umgestaltet und soll nun dafür sorgen, dass die Rechte, die aus dem Lausanner Vertrag hervorgehen, auch durchgesetzt werden. Und der offizielle Name lautet nun Asylklage Sorunlar Değerlendirme Kurulu, also so etwas wie das Komitee zur Bewertung von Problemen der Minderheiten. Allerdings sitzen dort immer noch Vertreter des Außenministeriums, also als ginge es wirklich eine auswärtige Angelegenheit oder um ausländische Staatsangehörige. Die türkische Verfassung von 1924 schrieb fest Gleichheit vor dem Recht, aber die türkische Kultur und Nationen genießen weiterhin eine privilegierte Stellung und was sozusagen zu dieser Spaltung führte zwischen den rechtlichen Türken und dem wahren der wahren Türken. Der Solosaner Vertrag von 1923 sollte garantieren, dass Minderheiten eben neben diesen gleichen Rechten
zu dem besonderer Schutz zukommt, also in dem dieser Vertrag bestimmte positive Rechte definiert, zum Beispiel das Recht, eigene Schulen zu betreiben und so weiter und so fort. Aber Minderheitenrechte werden auch von Richtern als eine Art Bevorzugung gesehen und da alle offiziell sozusagen gleich behandelt werden, wird davon ausgegangen, dass es keine Diskriminierung eigentlich geben kann. Und Minderheiten wurden früh und erfolgreich dazu gedrängt, einige Rechte freiwillig aufzugeben. Andere wurden durch Regulierung durch Regulierung und Erlasse ausgehöhlt. Also Schulen behandelt man zum Beispiel als Privatschulen, womit man davon ausgeht, dass sie sozusagen Profit machen, was eigentlich ihrer kommunalen Aufgabe sozusagen entgegenspricht. Es wird immer armenischen Direktoren ein türkischer Vize zur Seite gestellt, der muss berichten, den Schulbehörden berichten, was in den Schulen passiert. Lange Zeit mussten Schüler beweisen, dass sie einen armenischen Vater haben. Mittlerweile reicht es, dass man auch, also man kann auch eine armenische Mutter haben, aber es gibt immer noch Probleme, vor allem mit den Kindern, die eben aus konvertierten Familien kommen oder armenische Staatsbürger, deren Eltern armenische Staatsbürger sind. Es gab jahrelang Probleme sowohl in den Kirchen als auch in den Schulen mit Reparaturarbeiten, mit Genehmigungen und so weiter und so fort. Das hat sich in den letzten Jahren etwas verbessert, aber es geht eigentlich, ja, es gibt immer noch Probleme. Das Patriarchat ist bis heute keine juristische Einheit, also ist kein Rechtssubjekt, sodass die Rechnungen für Strom und Wasser vom Patriarch selber bezahlt werden. Also alle solche Details. Ich gebe das sozusagen als Panorama, um irgendwie so ein bisschen zu erklären, was es bedeutet und was für einen Rahmen man dort eigentlich versucht, kommunal oder gemeinschaftliches Leben zu leben. Da ist dann also, stellt sich immer die Frage, was es bedeutet und ob Armenier wirklich in einer postgenozidalen sozusagen Gesellschaft leben oder nicht. Und das Problem ist auch, dass die Unterdrückung und Diskriminierung sich also nicht nur nach außen wendet, sondern nach innen in Form einer mangelnder demokratischer Strukturen auch innerhalb der Gemeinde widerspiegelt. Es gab im 19. Jahrhundert gab es Reformen, die dazu führten, dass es kommunale Selbstverwaltungsstrukturen gab. Die wurden aber in der Republik eben aufgegründet, also aufgelöst und durch keinen klaren rechtlichen Rahmen ersetzt. So, dass es immer noch Probleme gibt eben mit der Wahl oder mit den Wahlabläufen zur Ernennung, zur Wahl eines neuen Patriarchen, sowie zur Verwaltung der verschiedenen Stiftungen und die eben dazu führt, dass mangelnde Transparenz, es gibt mangelnde politische Teilhabe, sehr verkrustete Strukturen innerhalb der Gemeinde selbst. Es gibt alle möglichen Widersprüche und Unklarheiten, was die Zustände, also die Zuständigkeiten betrifft auf verschiedenen Ebenen in Institutionen zwischen den Stiftungen und dem Patriarchat. Also allgemein, die Politik der Unterdrückung und Assimilierung ließ den meisten wenig Raum, eben außer sich anzupassen, im öffentlichen Raum nicht weiter aufzufallen und alles Armenische und Armenischsein ins Private zu verlegen. Allerdings reicht das Konservieren hinter privaten und kirchlichen Mauern natürlich nicht, um eine Gemeinschaft wirklich am Leben zu halten. Und so wird natürlich die Geschichte des Überlebens eben immer als eine Geschichte des Verlusts erzählt. Verlust von Sprache, Verlust von Bevölkerung, Verlust von Schulen, Verlust von allem Möglichen, Verlust von Kultur. Und die rechtliche Unsicherheit drückt sich eben vor allem in einem Bewusstsein aus, dass man sich auf staatliche Strukturen und staatliche Behörden und Sicherheitsbehörden nicht verlassen kann und dass es wenig Aussichten gibt, wenn man sein Recht einklagen möchte, dann auch Schutz bekommt oder Recht bekommt, was natürlich einen rechtsfreien Raum schafft für alle möglichen rechtsradikalen und faschistischen Akteure, die dort eben mit... ich bin gleich soweit. die sozusagen hoffentlich mit dem stillen Einverständnis der staatlichen und Sicherheitsbehörden sozusagen agieren können und weiterhin sowohl bedrohen als auch eben aktiv werden. Und es gibt eben weiterhin Morde, wie wir wissen, in den letzten Jahren. Ich möchte nur ganz zum Schluss trotzdem bemerken, dass in den letzten 15 bis 20 Jahren auch im Zuge der kurdischen Bewegung, im Zuge der Liberalisierung, auch der sozialen Medien und so weiter und so fort und der EU-Annäherungsprozesse es doch auch einen Raum und natürlich und dem
im Heranwachsen einer Generation, die keinen, militärischen Putsch persönlich erlebt hat und die, für viele von denen der Tod von Hrant Dink ein ganz schockierender und Moment war im Leben. Und diese Teile der armenischen Community in Istanbul vor allem sind politisch sehr engagiert und verfolgen eben sehr konkret diese verschiedenen Gerichtsprozesse zu den Ermordungen und so weiter und so fort. Und das ist wirklich eine neue Art des politischen Engagements, der sehr vielversprechend und sehr, sehr, sehr wichtig ist. Also, und vor allem möchte ich darauf hinweisen, zum Beispiel, dass es momentan eben die Besetzung gibt eines ehemaligen Waisenhauses, in dem eben Hrant Dink auch mitgewirkt hat, und das Anfang im Mai kurz davor stand, zerstört zu werden, weil es mittlerweile irgendeinem reichen Typen gehört, der wollte daraus eben ein Hotel bauen. Und im Spirit of Gezi sozusagen, im Geiste der Gezi-Proteste, haben armenische Jugendliche und ein Unterstützerkreis dieses Waisenhaus besetzt und kämpft eben seitdem für die Rückgabe dieses Grundstücks an die Stiftung. Und das sind eigentlich sozusagen diese konkreten Kämpfe, die unsere aller Unterstützung brauchen und genau um die es eigentlich konkret geht. Also was es bedeutet, überleben wir nur oder leben wir? Genau, vielen Dank. Ja, Frau Biberstein, vielen Dank für diesen Tour d'Horizon, der einerseits Aktuelles, auch Zivilgesellschaftliches eingebaut hat. Dafür danke ich Ihnen, aber auch der sehr konkreten Fakten, die ja nun nicht von der Hand zu weisen sind, trotz Zivilgesellschaft, der staatlichen Strukturen. Wir haben 4 völlig unterschiedliche Beiträge gehört und das ist auch gut so. Es wäre ärgerlich gewesen, wenn alle 4 ein und dasselbe in Grün erzählt hätten. Dann wäre Langeweile, glaube ich, hatte Platz ergriffen und davon kann, glaube ich, keine Rede sein. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich hier eine Debatte in der Runde hier verzichten, sondern ich würde Ihnen die Gelegenheit geben, dass Sie zu den Referenten, Referentinnen oder dem Podium, wie Sie es wünschen, eine Frage stellen. Bitte Frage stellen, kein Gegenreferat halten. Das wäre, glaube ich, zeitlich nicht zu leisten, zumal wir Mittag essen wollen. Aber das ist vielleicht der geringere Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir um 14 Uhr anfangen werden mit dem zweiten Teil der Tagung, der also eminent politisch wird, wie Sie sicherlich sehr schnell vorstellen können. Umso mehr bewundere ich, dass Sie bei dem etwas weniger aufregenden Teil der ersten Hälfte dieser Tagung, Herr Kieser hat das schon sehr stark politisch auch gewürzt, nicht nur historisch, sondern auch politisch gewürzt, dafür danke ich ihm. Aber eine Steigerung noch in der zweiten Jahreshälfte, in der Tageshälfte auch finden wird, wo auch Herr Kieser nochmal zum Schluss nochmal eingebunden wird. Oder eingebunden ist vielmehr. So, also Fragen von Ihnen an die Referentin. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ich glaube, wir haben jemanden, auch der mit dem Saalmikrofon rumgeht. Eine junge Dame sehe ich da vorne. Genau. Sie hat eine Frage, kein Gegenreferat. Ja, Dankeschön. Und wenn Sie vielleicht auch sagen, an wen das geht. Hört man mich? Achso, ja, ich habe keine Angst, ich habe kein Referat zu halten. An Herrn Hayrouni möchte ich gerne die Frage stellen. Ich habe jetzt gerade dieses Buch von Herrn Fosgoghanian gelesen und darin hieß es, dass wohl auch Armenier, die in Rumänien zum Beispiel gelandet waren, abgeworben wurden, um nach Armenien zu gehen. Und diesen Teil der Geschichte würde ich gerne wissen, ob das viel gemacht wurde, ob auch wirklich die Sowjetrepublik oder die Sowjetunion intensivst Armenier auch dorthin geholt hat. Aber das hat dann ja auch eine sehr tragische Geschichte, weil die ja offensichtlich dann doch sehr enttäuscht worden sind von dem, was sie da vorgefunden haben. Aber genau, in welchem Ausmaß ist das gemacht worden und oder war das so ein Einzelfall in Rumänien? Vielen Dank für die Frage. Es scheint jetzt keine aktuelle weitere Frage zu geben. Es gibt eine zweite Frage. Vielleicht nehmen wir diese Frage noch dazu. Hier vorne bitte, der Herr. Sekunde, ein Saalmikrofon kommt, damit jeder Sie hört. Guten Tag. Meine Frage ist an Frau Biberstein. Sie haben gesagt, mit der Gründung von AGOS wurde in armenischen... Eine Frage, entschuldigen Sie bitte. Ich habe völlig vergessen zu sagen, dass derjenige, der eine Frage stellt, sich bitte auch namentlich kenntlich macht. Ich heiße Aykadian, ich bin aus der Türkei, seit 30 Jahren lebe ich in Deutschland. Ich kenne die Istanbuler Gemeinschaft sehr gut, ich bin dort gewachsen. Auch ich war in Camp Armen gewesen, ich war zusammen mit Hrant Dink im gleichen Internat. Er war 2 Jahre jünger als ich, etc. Sie haben gesagt, dass mit der Gründung von AGOS-Zeitung
eine Polarisierung, ein Gegenpol entstanden ist in der armenischen Gemeinde gegen Patriarchat. Ob das richtig ist, in einer traditionellen Gesellschaft einen Gegenpol zu haben, welche sowieso sehr viele Schwierigkeiten und keine bleiben Möglichkeiten besitzen. Vielen Dank. Nehmen wir erstmal die zwei Fragen. Die erste Frage ging ja an Professor Haidouni und die zweite Frage an Frau von Bieberstein. Bitte schön. Ja, kurze Antwort. Vielen Dank für die Frage. Ich will schon von Anfang an sagen, dass natürlich nicht alle Möglichkeiten ausgenutzt worden sind, um die türkische armenischen Flüchtlinge in Sowjetarmenien übersiedeln zu lassen. Und außerdem gab also das alles nicht, war nicht von der Regierung der Sowjetrepublik Armenien abhängig, sondern auch in einem großen Maße von der zentralen Regierung in Moskau. Und wie Sie vielleicht wissen, ist die Übersiedlungsperiode, die große Übersiedlungsperiode in den 40er Jahren auf Veranlassung Stalins eingestellt worden. Und für Stalin diente der Umstand zum Vorwand, dass auf dem Dampfer, der die Flüchtlinge nach Sowjetarmenien brachte, ein Feuer ausgebrochen worden war. Und Stalin meinte, dass das also die Sache der amerikanischen Diversanten sein könnte, die es angeblich unter den armenischen Einwanderern gab. Und er befahl also, den Prozess einzustellen. Es gab in der Sowjetzeit, wie Sie bestimmt wissen, besonders in der stalinischen Zeit, auch manche Perioden der massenweisen Verfolgungen, also der Säuberungen, man könnte das sagen. In den 30er Jahren, Ende der 40er Jahren, in der zweiten Hälfte der 20er Jahren, wo viele zahlreiche Unschuldige, meistens Intellektuelle, als sogenannte Andersdenker nach Sibirien verschickt wurden. Und ich sollte natürlich, es ist selbstverständlich, dass es nicht möglich war, in den Zeiten dieser Säuberungen daran zu denken, also armenische Flüchtlinge einwandern zu lassen. Zudem auch mehrere von diesen schon eingewanderten Flüchtlingen von diesen Säuberungen betroffen worden sind. Ja, also zum Schluss möchte ich Ihnen gern sagen, dass natürlich die Einwanderungserscheinungen dauerten bis in den 80er Jahren, 1980er Jahren, aber dann, als es nach der Wende um eine radikale Verschlechterung der sozialen Situation Armeniens wegen der von der Türkei und Aserbaidschan unternommenen Blockade, als es dazu kam, natürlich war das nicht vorteilhaft, um Armenien für die ausländischen bzw. türkischen, ehemaligen türkischen Armenier anziehend zu machen. Ja, und diese Entwicklung wurde für mehr als 10 Jahre fast beendet. Umgekehrt, manche der schon eingewanderten Armenier kehrten wieder ins Ausland zurück, weil es ihnen unmöglich schien, in diesen sozialen Verhältnissen weiter zu leben. Seit 10 Jahren sind wieder erfreuliche Erscheinungen zu sehen, dass es unter den ausländischen Armeniern wieder der Wunsch zum Vorschein kommt, nach Armenien zu übersiedeln. Es gibt auch solche, die diesem Wunsch Folge leisten. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage beantwortet habe oder nicht. Aber, ja. Ja, vielen Dank, Professor Haidouni. Es gibt noch eine Fragemeldung, aber wir müssen erstmal die Antwort von Frau von Bieberstein hören. Schön. Ja, also dazu ist natürlich zu sagen, ich bin Wissenschaftlerin und jetzt keine moralische Instanz, die irgendwie sich erhebt über die armenische Gemeinde in der Türkei und sagt, das ist gut oder schlecht.
Ich kann halt nur feststellen, dass diese Selbstverwaltungsstrukturen, die eben um die Jahrhundertwende irgendwie bestanden, also in meinem Verständnis nach und wie ich das irgendwie beobachten kann, eben, also dass die nicht mehr, also dass die aufgelöst wurden nach der Gründung der Republik und dass das nachhaltig immer noch zu Problemen führt, weil es einfach keine demokratischen, also politischen Entscheidungsfindungsprozesse innerhalb, also etablierte und sozusagen vom Staat auch anerkannte und unterstützte Prozesse gibt. Und dass eben einerseits die Selbstverwaltungs-, also es gibt keine bürgerliche Versammlung sozusagen und es gibt keine irgendwie etablierten Strukturen und einerseits wurden die aufgelöst, andererseits wurden sie nicht ersetzt mit irgendwelchen anderen Prozessen oder Strukturen und gleichzeitig aber der Staat agiert weiterhin in der Tradition des Millet-Systems, also des osmanischen Systems, und sieht sozusagen diese Gemeinde eben primär als eine religiöse Gemeinde an und dementsprechend irgendwie den Patriarchen als eben das, auch das politische Oberhaupt irgendwie der Gemeinde. Also das ist ja sozusagen die lange Tradition der Republik und die Widersprüche, die dazu führen, dass eben das Patriarchat auch einen gewissen Machtanspruch hat, was sozusagen politische Interessenvertretung der armenischen Community in der Türkei irgendwie betrifft und dass es dazu zu Komplikationen führt und dass, also in meinem, so wie ich das verstanden habe sozusagen mit Turan Dink und auch also einer linken Sozialisierung, also von den 70er Jahren irgendwie, ab den 70er Jahren, es eben auch Kritik gab an dieser Art der politischen Interessenvertretung innerhalb der Türkei und dem Anspruch des Patriarchen und dem Anspruch der Kirche, sozusagen das irgendwie alleine zu vertreten. Da gehen die Meinungen auseinander und ich kann das nur beobachten und irgendwie versuchen nachzuvollziehen und verstehen. Ich bin da jetzt nicht jemand, der sagt irgendwie, das ist gut oder schlecht. Also das ist natürlich nicht, ich bin ja nicht Teil der Gemeinde und insofern ist es auch nicht, es ist ja nicht meine Verantwortung, da jetzt irgendwie darüber zu richten. Ja. Vielen herzlichen Dank. Da gibt es jetzt aus. Ach ja. Eine ganz klare Geschichte. Sie haben es ja eigentlich auch gesagt, der Staat begreift sozusagen unausgesprochen die Fortsetzung des Milizsystems. Und im Milizsystem war tatsächlich der Patriarch sowohl weltlicher als auch religiöser Führer. Und das wird unausgesprochen fortgesetzt. Das ist die Politik. Und es gab eine Gegenbewegung, wenn Sie so wollen, eine Zivilisierung der armenischen Community dort, sozusagen eine Säkularisierung. Und das ist, deswegen war Hrant Dink ein gewisser Vorkämpfer. Und das hat auch zu Spannungen innerhalb der armenischen Community natürlich geführt. Auch das sei nicht verschwiegen. Gut, wir hatten aber hier eine Frage und eine zweite Frage, zwei Fragen, dritte Frage, gut, okay. Wir sammeln erstmal die drei Fragen, würde ich sagen. Der Herr ist mit dem blauen T-Shirt, glaube ich, und der Brille, genau. Kurze Frage, bitte. Kurze Vorstellung, wer Sie sind. Ich heiße Tuncel, ich bin der Architekt, türkischer Architekt, in Nordrhein-Westfalen lebt. Okay, die Frage betrifft Sie, Herr Kantian, weil Sie den deutsch-armenischen Gesellschaften im Moment Vorstand sind. Ich habe einen Brief gelesen, die deutsch-armenische Gesellschaft vor 97 Jahren geschrieben hat, 6.1.1918. Sie kennen das vielleicht nicht. Also ich weiß schon, was Sie meinen, Herr. Okay. Ich kenne Sie, glaube ich, auch. Ja, vor allem meine Veranstaltung. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind übrigens. Geht das weiter oder da? Verständlich, wir sind in einer freien Gesellschaft, klar. Ja, in diesem Brief steht, die Wünsche der Armenier gehen auf innere Autonomie, Selbstverwaltung der sechs armenischen Provinzen unter christlichen Beamten, Freiheit der nationalen und wirtschaftlichen Entwicklung. Das kann, wenn man an Zugeständnisse der Türkei vor dem Kriege denkt, nicht als ein unbilliges Maß armenische Forderungen bezeichnet werden. Wie bereits betont, sind die Provinzen jetzt von Mohammedanern größtenteils entleert. Die Armenier. Entschuldigen Sie bitte, wollen Sie einen Vortrag halten? Eine Frage nein, ich lese uns das Brief dann ganz kurz. Ach, ganz kurz? Ja, ist es ja in einer Zeile. Die Armenier, die nach Russland geflüchtet waren, bilden jetzt auch in Gegenden, so, wo es früher keine armenische Mehrheit gab, die Mehrzahl der Einwohner. Die Frage der Autonomie ist daher jetzt erheblich leichter lösbar als früher. Jetzt gut. Die Frage wollen Sie nicht gerne haben, das weiß ich, weil diese Frage, also dieser Brief ist damals den Reichskanzler Graf von Görg von Hertlings geschrieben worden. Jetzt kommt die Frage, wie kann man von einem Völkermord sprechen, wenn im Verlauf derselben Ereignisse nach Aussage der DAG die Muslime in Ostanatolien noch größere Verluste erlitten haben als die Armenier?
Also ich kann vorstellen, dass ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Ihnen und Ihren Freunden, glaube ich, dieser Gedanke höchst unsympathisch ist. Das kann ich nachvollziehen, aber dass ich das teile, konnte Frau Moin natürlich nicht erwarten. Aber es gibt eine direkte Reaktion dazu von Frau Professor Gecek. Bitte schön, ein Mikrofon. Hangi dilde istiyorsunuz? Türkçe mi, İngilizce mi? Türkçe. Beyefendi, size son 10 senede yapılmış olan çalışmaları okumanızı tavsiye ederim. Özellikle benim kitabım çıktı 2015 senesinde Şiddetin İnkarı üzerine. Sizin bahsettiğiniz otonomiyle ilgili yorumlarınız doğru değil. Onlar üzerine yapılan son 5 senede yapılan çok çalışma var. Onları okuduktan sonra bana gelin, cevabınızı veririm efendim. Merci, sağ olun. So, vielen Dank für diese Stellungnahme. Wir hatten aber noch zwei Fragen. Einmal die Reihenfolge, einmal der Herr hier hinten mit der Brille, hier auf der linken Seite von mir aus gesehen, mit dem schwarzen Hemd, genau. Ja, Eckhard Maas, Vorsitzender der Deutsch-Kaukasischen Gesellschaft, der sich natürlich für die Armenier interessiert als kaukasisches Volk, was also auch im 5. Jahrhundert mit Bibelübersetzung eine eigene Schrift geschaffen hat und so weiter. Wir haben heute sehr viel gesprochen über die genozidalen, traumatischen Erlebnisse der Armenier. Und mich interessiert jetzt, wie geht es den Diasporan, also den armenischen Diaspora in den kaukasischen, südkaukasischen Ländern in Georgien und Aserbaidschan? Sind die da relativ, Aserbaidschan wissen wir nach Karabach nicht mehr, aber in Georgien ist das relativ stabil oder auch am Bröckeln? Wie können die Armenier dort in den letzten Jahrhunderten ihre Identität bewahren? Das geht natürlich an Herrn Ashot Hayrouni. Gut, Dankeschön. Wir nehmen aber noch die nächste Frage mit. Es war nämlich hier vorne, oh, sind gleich zwei, nehmen wir die mal. Der Herr, genau, und hinter ihm der nächste Herr. Ich grüße Sie. Mein Name ist Ünal. Ich bin in Berlin lebend. Die erste Frage geht an Herrn Hayrouni. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, gab es ein Abkommen, was unterschrieben worden ist in Batumi. Mich würde interessieren, in welchem Jahr zwischen der gegründeten Armenischen Republik und der damaligen Osmanischen oder Türkischen Republik, sagen Sie es mir bitte. Und ist Ihnen bekannt, Frau Biberstein, möchte ich auch gerne erfahren, gab es oder gibt es in der Gegenwart in den letzten 100 Jahren nach 1915 Armenier in den politischen Ämtern in der Türkei, beispielsweise im Parlament, so wie in der Bundesrepublik jetzt gängig ist, dass die Türken hier in den politischen Ämtern sind. Gab es oder gibt es dies derzeit in den letzten 100 Jahren? Dankeschön für das Hören. Gut, danke für die Frage. Nochmal die letzte Frage, die wir nehmen werden, weil die Küche uns signalisiert hat, die warten. Und die Küche ist eine Instanz, mindestens genauso wichtig wie der Hausmeister. Mein Name ist Frank Wende, ich komme aus Berlin-Spandau. Ich habe eine Frage an den sehr geehrten Herrn Hayrouni. Ich möchte gerne wissen, das armenische-russische Verhältnis war doch nie besonders. Es gab ja gerade auch in den 90er Jahren einen Aufstand in Armenien gegen die Russen. Und da haben es die Russen sogar, das war ja auch lange Zeit in der Zeitung konnte man da, und in Nachrichten konnte man das verfolgen, dass die Russen eine Militär aufgestellt haben und unbedingt in Armenien einziehen wollen und es besetzen wollten. Können Sie darüber, über dieses Zeitgeschehen etwas noch mal näher berichten und das zurückverfolgen? Vielen Dank für diese beiden letzten Fragen, wohlgemerkt. Und ich bitte natürlich auch um zwei kurze Antworten, weil wir wirklich runter müssen. Dankeschön. Ich glaube, Sie waren gefragt. Vielen Dank. Frau von Biberstein war ja auch Dank. Ich werde zuerst für die drei Fragen ganz herzlich danken. Ja. Also fangen wir von der ersten Frage an. Also wie Sie sicher wissen, gibt es im Aserbaidschan derzeit keine armenische Diaspora mehr, weil die gesamte armenische Bevölkerung in Aserbaidschan um die Wende vertrieben wurde. Ihre Zahl belief sich über 400.000 Menschen, wenigstens, so wird das bezeichnet. Ja, sie sind teilweise nach Armenien
also gekommen, teilweise nach Russland, nach Kaukasus und in andere Länder. Ja. Was Georgien anbetrifft, fühlen sich die Armenier in Georgien gut. Und es ist selbstverständlich, dass diejenigen Teile einer Diaspora, die Möglichkeit haben, ihre Kultur, ihre Sprache, ihre Eigenschaften, nationalen Eigenschaften weiter zu tragen, fühlen sich gut und sie leben mit den anderen nationalen Angehörigen im guten Einvernehmen. So ist es auch in Georgien der Fall. Und es wohnen in Georgien viele Armenier. Es gibt dort also Bezirke, Gebiete, die tatsächlich seit Urzeiten mit Armeniern bewohnt waren. Es geht um Djawar und so weiter. Sie wohnen mit Georgien in guten Einvernehmen. Sie stehen mit den Georgiern in guter Zusammenarbeit und wir freuen uns sehr und sie freuen sich ebenso sehr über ihre Nachbarschaft. Es gibt mit den Georgiern gar keine Probleme. Was die zweite Frage anbetrifft, ging es um den Batumer Vertrag. Wie Sie wissen, im Anschluss zu ihrem Angriff in Überfall auf Kaukasus, also kam es dazu, dass die Vertretungen der drei Völker im Kaukasus, die der Aserbaidschaner oder Tataren, die der Georgier und die der Armenier, in Verhandlungen mit der Türkei traten. Und zum Schluss dieser Verhandlungen wurden auch drei Verträge, einerseits zwischen der Türkei und einerseits der Vertretung der betreffenden Republik oder des betreffenden Volkes abgeschlossen, unterzeichnet. Und also nach dem Batumer Vertrag, der die türkische Vertretung mit der Vertretung des armenischen Nationalen Rates in Batumi am 4. Juni unterzeichnete, erkannte die Türkei die armenische unabhängige Republik auf einem Territorium von 10.000 Quadratkilometer, von etwa 10.000 Quadratkilometer, aber wie auch die Berichterstattungen, die vielen Unterlagen und so weiter wiederholt es bewiesen haben und eine eingehende Untersuchung der Geschichte also weist immer darauf hin, die Türkei war immer dran bis zum Waffenstillstand, der sie im Oktober, Ende Oktober 1918 unterzeichnete, war immer dran, die Bevölkerung, die sich in der Republik Armenien befand, und unter ihnen gab es auch, wie ich eben sagte, viele westarmenische Flüchtlinge, also verhungern zu lassen. Es ging darum. Und gab es auch eine dritte Frage? Die überspringen wir, kommen zu dieser Dame, ja. Frau Bieberstein. Der war nämlich eine spezielle Frage an Sie gerichtet, ja, von dem Herrn hier vorne bezüglich armenischer Repräsentanz in der türkischen Politik. Ja. Das ist auch ein aktuelles Thema. Obwohl ich also beinahe sagen würde, Herr Kantan würde sich da sogar noch besser auskennen als ich, aber also soweit ich weiß, natürlich gab es immer ein sozusagen eine Decke, also oder eine Deckelung, oder wie sagt man, armenische Staatsbürger, türkische Staatsbürger, aber Armenier konnten natürlich bis zu einem gewissen Grad irgendwie aktiv sein innerhalb der Behörden, aber natürlich keine höheren Ämter bekleiden. Und es gibt jetzt erst seit Juli, also der letzten Wahl, zum ersten Mal eben seit Gründung der Republik und seit dem Völkermord, drei armenische Parlamentarier, von denen wir einen nicht wirklich... Nee, gab es vorher? Es gab damals auch schon, zur Demokratpartei-Zeit gab es auch schon Abgeordnete. Kerestetjan und Schelefjan waren zwei Abgeordnete, die sehr bekannt waren, aber das waren auch die letzten eigentlich, nach der sogenannten Revolution vom 27. Mai 1960, das mir einen schulfreien Tag bescherte übrigens, wie allen anderen Schülern auch im Lande und manches andere für die anderen, gab es eigentlich jahrzehntelang nicht, und es ist erstmalig, dass jetzt bei den Wahlen vom 7. Juni 2015 wieder mal drei Armenier ins Parlament gewählt worden sind. Einmal auf dem Ticket von HDP, der kurdischen, einmal von den CHP,
eine Dame und von der AKP ein Abgeordneter. Wie lange diese Damen und Herren als Abgeordnete ihre Existenz werden feiern können, das hängt von den vorgezogenen Wahlen vom 1. November ab. Sie sind da und sie sind relativ aktiv, zumindest zwei. Garo Paylan von der HDP ist sehr aktiv und Selene, die ist übrigens auch mit einem sehr engagierten Rechtsanwalt, der auch für uns sehr viel geschrieben hat, verheiratet. Dieser Rechtsanwalt hat die Christenmorde, wie es so schön heißt, Christenvorwürfe vom Malatya vor Gericht vertreten, hat sehr erhellende Artikel in der ADK geschrieben, sehr mutige Artikel wohlgemerkt, wie überhaupt ein mutiger Mensch ist. Seine Frau scheint nicht minder mutig zu sein, hat jetzt nach dem Schicksal eines Armeniers gefragt, der für 11 Jahre mindestens in Gefängnis gewandert ist. Seine Schuld besteht darin, dass er ein Touristendorf geschaffen hat, die angeblich unrechtmäßig renoviert worden ist. Der eigentliche Hintergrund ist aber nicht der, sondern ein anderer, dass er sich kritisch zu Mohammed und Ähnlichem geäußert und das als Armenier. Das ist eine heikle Angelegenheit. Gut, so viel dazu, meine Damen und Herren. Wir haben Punkt Viertel vor. Wir gehen bitte sofort nach unten. Ich sage das, ich kriege die Regieanweisung von hinten. Ich gebe das einfach weiter. Wir sind aber bitte Punkt 14 Uhr hier. Es geht nämlich dann weiter. Danke Ihnen.